Oh, hallo, hier ist die Sendung mit dem Kanz. Und das ist der Klaus. Der Chef vom Klaus hat ihm gesagt, der soll hier was abholen. Kein Problem, denkt der Klaus, abholen ist easy. Nee, Klaus, ist es nicht. Denn das Auto vom Klaus gibt's gleich zweimal. Einmal auf einem Parkplatz und einmal in der Wand. Klingt komisch, ist aber so. Und jetzt fahren wir das eine Auto erstmal weg, damit der Klaus nicht ganz durcheinander kommt. Klappt aber nicht, der kommt trotzdem durcheinander. Scheiße! Mei! Kennt ihr den? Alle parken ihr Auto vor dem Haus, nur nicht Klaus. Seins schaut raus. Meine Herren, gehen Sie weg. Bitte, gehen Sie weg da. Da ist jetzt ein Auto runtergekommen, da ist nicht einmal wer drin gesetzt. Kommen Sie her, nicht. Das ist aber eins. Ja, ja. Danke, Karl. Kein Stress, kein Stress. Nee, klagen Sie bloß nicht hin. Gehen Sie weg. Nix, nix, nix. Mei, ich brauche mein Telefon. Oh, kein Stress. Kein Stress, kein Stress. Alles easy, alles easy. Da ist jetzt einfach ein Auto runtergekommen. Und da ist aber gar keiner drin gesessen. Ja, weil es meins ist. Ich hab das da abgestellt und war da was abholen. Ach, eher ein Auto ist das. Das ist meiner. Klaus' Lieferwagen ist offenbar geliefert. Und er selber auch. Brauchst Telefon. Nein, nein, nein. Nix mit dem Telefon. Mein Gott. Na, kein Problem. Finger, da geht mir wieder auf. So, was Oh, kein Stress, jetzt bleiben Sie mal da. Bleiben Sie da. Klaus ist fertig, aber meine anderen Opfer haben den Stress noch vor sich. Denn auch Florian, Julia, Mario und Michael haben unorthodox geparkt. Oh, der Knall, der war echt ein bisschen. Scheiße. War das Ihr Auto, oder was? Da war aber Bremse alles angezogen. Der ist einfach hier runtergerollt. Da war Handbremse alles angezogen, Gang, alles drin. Wir waren ja schon fast fertig. Okay, Scheiße. Tja, den Job hat er ordentlich gegen die Wand gefahren. Alter, was ist denn los? Ja, gibt's denn das? Was ist denn da passiert? Da ist jetzt ein Auto ohne Fahrer, ist da runtergefahren. Der ist einfach runtergefahren. Irgendein Auto ist dagegen gefahren. Ja. Haben Sie da oben geparkt gehabt? Was war das? Das waren wir. Und alle anderen Fragen beantwortet jetzt diese Augenzeugin. Bayreuth in die Hauswand rein. Schauen Sie, ich kann es Ihnen zeigen, da. Ich habe da gerade ein Video aufgenommen und dann da ging es plötzlich los. Stimmt. Und dann ist es einfach da runtergerollt. Und dann, dann ging es natürlich da schnell daneben, weil. Von alleine aus. Unglaublich, sowas kann man nicht erklären. Lokvogel Olli versucht es trotzdem. Dass da die Handbremse nicht angezogen worden ist und der Gang nicht drin ist, weil sonst würde sich das Auto ja nicht bewegen. Am Hang sowieso. Damit die Motorbremse. Muss man nicht erzählen. Ja, aber es stimmt doch. Nein, möchtest du mich jetzt da provozieren? Nein, oder wo ist jetzt dein Problem? Hä? Jetzt einmal ohne Schmarrn. Was soll ich jetzt machen? Also, ich hätte sechs Mal ins Häusl stehen wieder und das Auto ist draußen? Oder? Wieso ziehen Sie denn die Handbremse nicht an? Das ist doch normal. Verstehst du kein Deutsch nicht? Doch. Du hast doch gesagt, dass die Handbremse in der Gang drin war. Definitiv. Und wieso ist er weggerollt? Ach komm, Florian, rauch doch einfach mal. Genau wie dein Kopf. Dann schreibe ich gleich dazu, wer es war. Punkt. Was tun an der Waffel oder was? Auch Julia versteht die Welt nicht mehr. Jetzt wird man nur da hier die Straße ein bisschen betonieren, jetzt können wir das ganze Haus bauen. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Puh, wenn das der Chef wüsste. Stimmt, der muss ja Bescheid wissen. Handbremse anziehen, das sollte normal. Dietl-Feldkirchen. Rudi, grüß dich. Ja, grüß dich, Julia. Du, wir haben ein großes Problem. Warum? Was ist denn? Ich habe das Auto am Hügel ganz normal abgestellt. Und jetzt bin ich gerade rausgekommen und das Auto ist den Berg runter und in eine Hauswand rein. Ja, ist am Auto was kaputt? Also, soweit man sehen kann, zumindest hinten nicht. Das Auto steckt in einer Wand. In einer Wand steckt es? Schallig. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir aus der Misere wieder rauskommen. Moment, bitte, bitte. Können Sie handwerklich ein bisschen angreifen? Dann können wir heute noch das Haus immer wieder zuspachteln. Ja, Sie sind ja fit. Ich muss erst mal runterkommen und ihn noch mal anrufen. Aber Sie sind ja jetzt gerade runterkommen. Also eigentlich mag Michael ja Wortspiele, aber nicht jetzt. So was habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Überhaupt noch nicht. Noch nie. Du, ich auch nicht. Glaub mir's. Da seid ihr beide nicht allein. Der Hausbesitzerin geht's genauso.
Das nenne ich sauber eingeparkt. Das ist ja in meinem Wohnzimmer drin. Ja, natürlich ist es im Wohnzimmer. Das geht ja gar nicht. Dann können wir einen Kaffee drin trinken miteinander. Ehrlich, ich kann es jetzt nicht ändern. Da waren meine Fische, da ist ein Aquarium gestanden. Ich gehe jetzt mal rein, schauen wir das mal von innen drin an. Und wie meine Fische sind kaputt. Die habe ich erst neulich zum Geburtstag gekriegt. Ja, die sind teuer gewesen. Vielleicht vermehren sie sich auch. Genau, erst mal die 30. Beruhigungszigarette, während Olli die Polizei anruft. Und zwar ist da gerade ein Auto ohne Fahrer in ein Haus reingefahren. Anscheinend die Handbremse nicht gezogen oder so, oder das Auto nicht genügend gesichert. Ja, bitte. Die Fische leben nimmer. Kein einziger hat's überlebt. Aber wenn das der größte Problem ist. Und das Schlimmste überhaupt, die Kommode von der Großmutter, das Erbstück, kann ich auch vergessen. Das ist kaputt. Für Haufen Geld haben wir das jetzt reparieren lassen. Ja, wer zahlt mir das jetzt? Ja. Das ist ja furchtbar. Das ist das größte Problem gerade, ich weiß nicht. Und Sie fahren beruflich oder arbeiten Sie normalerweise in einem Callcenter? Sie telefonieren jetzt da die ganze Zeit. Was machen wir denn jetzt? Das versuche ich gerade abzuklären. Seien Sie mal bitte nicht böse. Klaus hat sich mittlerweile wieder etwas beruhigt, aber nur etwas. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Na, da bin ich mal gespannt, ob die Polizei mehr versteht. Oh, 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 da kommen wir uns gleich rum ums Eck. Wir sind aber schnell. Grüß Gott, beieinander. Grüß Gott. Was ist denn da los? Ich hab das Auto da oben, wo gelb markiert ist, geparkt. Das ist okay. Ich bin ausgestiegen und hab in dem Haus drinnen und die Taschen da abgeholt. Ja. Und wenn ich rausgehe vom Haus, siege, dass das Auto zum Laufen anfängt. Super, Klaus, es läuft. Wie läuft so ein Auto? Ja, ist zu rollen halt. Das hat sie jetzt selbstständig gemacht, Kurt. Selbstständige Autos kenne ich nicht. Bei mir war der Rückwärtsgang drin und die Handbremse war angezogen. Bei der Handbremse hat es auch Klick-Klick gemacht? Ja. Richtig eingerastet? Ja, richtig Klick-Klick. Eingerastet. Sind Sie sich sicher? Ja, da bin ich mir zu 100%. Wie haben Sie es gemacht? Hier erstmal angezogen, Rückwärtsgang. Nee, nicht so schnell. Handbremse angezogen. Richtig. Hat es Klick-Klick gemacht? Angezogen. Ja, machen Sie, ich habe es nicht gehört. Klick-Klick-Klick. Mhm. Also der Hebel müsste hier sein. Ja, ich hätte gern viermal klick, 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 klick gehört. So, wie war das mit dem Gang? Kupplung, Rückwärtsgang, Kupplung los, Rückwärtsgang ist drin. Mhm. Ja, aber haben Sie die Handbremse so gezogen oder haben Sie so gezogen? Angezogen, richtig angezogen. Richtig angezogen ist Heidi Klum manchmal auch. Wir fahren jetzt erstmal den ersten Lieferwagen zurück auf den Parkplatz. Aber nur mal für mich, jetzt nur mal kurz für mich. Wo, bitte, wo haben Sie denn geparkt? Da auf. Ja, wo haben Sie denn geparkt? Hä? Alter, was ist? Ich möchte es nur wissen, wo haben Sie denn geparkt? Was ist los? Fuck wieder. Er versteht jetzt gar nichts mehr. Genau wie meine anderen Opfer auch. Moment, Moment, Moment mal. Also das ist Ihr Auto. Schauen wir mal, ob da ein Schlüssel drin ist, oder? Spinne jetzt, oder was? Weiß ich nicht. Ja, das ist mein Auto. Und was ist das da? Keine Ahnung. Das ist ja gar nicht mein Auto. Was denn dann? Bin ich jetzt verrückt oder was? Können Sie sich das irgendwie erklären? Verstehen Sie das wenigstens? Dann lesen Sie mal laut vor. Es ist nur Spaß. Ein Spaß. Ja, verrückt. Herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Wenn man jetzt da hochguckt, das ist ein dreckiges Schild. Ja. Ja, aber das hat auch eine Rückseite. Herzlich willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen in der Sendung Verstehen Sie Spaß. Tief durchatmen. Ganz tief durchatmen. Das war alles nur ein Spaß.
Ein großer sogar. Geil. Liebe, verstehen Sie Spaß, Community. Wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!